Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Da ich in dieser Woche im Urlaub bin, konnte ich das Montagabendspiel aus der zweiten und dritten Liga nicht mehr berücksichtigen und habe dementsprechend ja die Aufstellung gemacht, wie ich denke, wie sie aussehen werden. Werden jetzt Sperren dazukommen, die konnte ich eben nicht mit einbeziehen. Ist jetzt in dieser Woche so. Naja, trotzdem viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Sandhausen gegen Darmstadt. Dafür, dass es bei den Gästen aus Darmstadt aktuell nicht so richtig rund läuft, konnten sie hier gut in die Partie starten und konnten dann auch folgerichtig in der 40. Spielminute das 1:0 erzielen. Christoph Moritz, Neuzugang vom HSV, hier mit der Direktabnahme, macht da richtig stark und lässt dann im Kasten der Sandhäuser Schuhn keine Chance. Es gab dann 10 Minuten vor dem Ende den Ausgleich durch Lead Paccarada, 82. Spielminute. Der linke Verteidiger mit aufgerückt und der SV Sandhausen kratzte jetzt an dem Wendepunkt der Partie und glaubte jetzt vor allem auch wieder dran, das zu schaffen. Und Dennis Linzmeier konnte dann auch in der 86. Spielminute tatsächlich das 2:1 erzielen. Der SV Darmstadt zuletzt gegen Heidenheim zu Hause verloren mit 2:1. Jetzt verlieren sie wieder mit 2:1 und müssen aufpassen, da nicht noch richtig unten rein zu geraten. Der SC Paderborn konnte die letzten drei Pflichtspiele gewinnen, zweimal in der Liga und auch im DFB-Pokal kamen sie ja gegen Duisburg weiter und so traten sie hier dann auch mutig gegen den 1. FC Köln auf. Und hier hätte in der 33. Spielminute spätestens Ben Zulinski das 1:0 machen müssen. Kommt da völlig frei zum Abschluss, aber Timo Horn hat da eine super Reaktion mit dem Fuß und klärt den Ball dann raus. Auch die Kölner vor der Pause dann nochmal mit einem Ausrufezeichen. Florian Kainz testet Zingerle. Der hält den Ball dann mit seinen Knien aber noch ab davor, ins Tor reinzugehen. Und die Kölner hatten ja im Spitzenspiel gewonnen gegen den FC St. Pauli. Hochverdient mit 4:1. Auch die Höhe war durchaus akzeptabel. Vielleicht ein Treffer zu hoch. Wir springen in den zweiten Durchgang. Dann der SC Paderborn durchaus weiter bedacht nach vorne zu spielen. Die dachten gar nicht dran, sich einzumauern. Und dann die nächste Möglichkeit. Hier ist es Kai Pröger zum zweiten Mal. Scheitert an Horn. Der Nachschuss von Sven Michel trifft dann aber. 10. Saisontor und die Paderborner, die das Hinspiel ja mit 3:5 gewinnen konnten im Rhein-Energie-Stadion, spielten hier jetzt wieder groß auf. Etwas über eine Stunde gespielt. Ben Zulinski und das 2:0. Kai Pröger, der Mann ist überragend. Kommt von Rot-Weiß Essen aus der Regionalliga und wie der jetzt hier in der zweiten Bundesliga einschlägt, das ist wirklich sensationell. Wirklich wichtig für den SC Paderborn. Nur noch 10 Minuten zu spielen. Der 1. FC Köln kam jetzt hier durch Terodde aber nochmal ran. 82. Spielminute, 24. Saisontor. Hatte ja einmal getroffen gegen Pauli, der überragende Mann. Dort war aber Jean Cordoba, der heute nicht so auffällig spielte. Zingerle kommt hier nicht mehr ran und damit befinden wir uns dann auch in der Schlussphase. 90. Spielminute, nochmal der 1. FC Köln. Florian Kainz wird da nicht richtig angegriffen. Der SC Paderborn hat jetzt doch ein bisschen Schlottern in den Knien, aber es zahlte sich nicht mehr aus, die Schlussoffensive des 1. FC Köln. Jonas Sektor mit der letzten Möglichkeit, geklärt hier aber, abgefälscht und so blieb es beim 2:1. Der SC Paderborn gewinnt etwas überraschend gegen Köln und Lux damit dem Spitzenteam aus der Domstadt 6 Punkte in dieser Zweitligasaison ab. Der MSV Duisburg musste eine niederschmetternde Pleite gegen Fürth hinnehmen, 1:0, 2 Elfmeter. Wiedwald hielt sogar beide, der eine wurde im Nachschuss verwandelt. Und jetzt kam Union Berlin in die Schau ins Land, Reisen Arena, und das sollte nicht unbedingt einfacher werden. Die setzten sich mit 2:0 gegen Sandhausen durch. Das war jetzt auch nicht die Spitzenpartie, die man sich da erhofft hatte, aber gegen Sandhausen zählt es sowieso immer nur am Ende irgendwie die 3 Punkte einzufahren. 5 Minuten vor der Pause dann konnten sie zuschlagen. 40. Spielminute, erstes Saisontor für den Neuzugang von Lissabon, Carlos Manet. Schießt den Ball unten links ein. Aber jetzt auch die Zebras. Oliveira Sousa. Oliveira Sousa nimmt das volle Risiko, wird dafür belohnt und drischt den Ball unhaltbar rechts rein. 44. Spielminute und die Partie war ausgeglichen. Zweiter Durchgang, der MSV wurde jetzt wach geküsst. Schnellhart nochmal. Erstmal dazwischen, aber Florian Hübner. Duisburg kam nicht durch. Eckstöße aber wieder ein wichtiges Mittel für die Partie hier. Zielstrebig, immer nach vorne gespielt und dann eben
Standardsituation erarbeitet. Dustin Bobeheuer kann es in der 54. Spielminute dann ausnutzen. Und Union Berlin, die Eisernen, sollten sie etwa schon wieder auswärts verlieren. Daran wollten sie nicht glauben. Gegen St. Pauli Comebacker-Qualitäten bewiesen. Und jetzt Andersson mit dem Abschluss, trifft aber nur den Außenpfosten. Anschließender Eckstoß, gut von Mané reingetreten. Und da ist dann auch das 2:2. 77. Minute, Christopher Trimmel. Einige Tore hat er schon vorbereitet. Jetzt macht er auch seinen ersten selber. Nachspielzeit, nochmal Union Berlin. Dürfte die letzte Aktion in dieser Partie sein. Nochmal Carlos Mané. Und da ist tatsächlich Florian Hübner. Was für ein Finish. 94. Spielminute. Eisern Union schlägt zurück und holt sich hier den Dreier. Verdient auf die 90 Minuten gesehen. Es brachten aber dann zwei Standards die Wendung. Union gewinnt mit 3:2 gegen absolut unglückliche Duisburger, die tapfer gekämpft, aber nichts gewonnen haben. Sinnbildlich für die Ingolstädter Situation, dass ausgerechnet der Ex-Ingolstädter, der Ex-Schanzer Lukas Hinterseher das Tor des Tages erzielt. Hier macht er in der 66. Spielminute das 1:0 für den VfL Bochum und die gewinnen und Ingolstadt nach dem 3:0 in Aue wieder mit 0 Punkten. Der FC Erzgebirge Aue knüpfte leider an eine desolate Leistung zu Hause gegen Ingolstadt an, sodass Mats Möller-Deli in der 19. Spielminute das 1:0 für den FC St. Pauli relativ einfach freistehend vor Mennel erzielen konnte und Rio Miyaichi machte in der 35. Spielminute dann auch schon den Deckel drauf auf diese Partie. 35. das 2:0 für die braun-weißen Gastgeber. Am Ende blieb es dabei, weil Aue nach vorne zu unkreativ war und die müssen sich jetzt ordentlich was überlegen. Nach dem 0:3 gegen Ingolstadt das 2:0 gegen St. Pauli höchst verdient beide Spiele verloren. Mit dem ersten FC Heidenheim ist immer zu rechnen. Zu Hause gegen Leverkusen gewonnen, jetzt gegen Darmstadt in der Liga auch 2:1 siegreich gewesen. Gegen den HSV sollte es aber nicht unbedingt einfacher werden. Auch da ist wieder eine höchst konzentrierte Leistung gefragt und die erste Möglichkeit gehörte auch den Rothosen. 5. Spielminute, Mangala kam mit seinem Schuss, aber noch nicht wirklich zur Entfaltung. Über eine halbe Stunde gespielt, jetzt mal Heidenheim. Andrich, Spieler des Spiels gegen Darmstadt, bekommt den Ball nicht durch. Die Flanke kommt dann in zweiter Instanz auf Dorsch, aber festgehalten von Pollersbeck. Vor der Pause dann nochmal die Gäste. Griesbeck wird hier unter Druck gesetzt und spielt dann diesen Fehlpass auf Luis Holtby, der mit dem schnellen Ball in die Spitze auf Özkan. Sehr auffällig, der Mann, der Leihspieler, und dann kann er ihn aufs Tor bringen. Kevin Müller pariert den aber zum Eckstoß, aus dem resultierte gar nichts. Dann der zweite Durchgang mit dem perfekten Start für den HSV. Luis Holtby, 52. Spielminute, das 4. Saisontor. Setzt sich da tatsächlich im Kopfballduell gegen zwei Spieler durch, die deutlich höher sind als er. Aber er hatte wohl den richtigen Riecher in dieser Szene. Keine Stunde gespielt und um ein Haar noch das 2:0. Bacariata hier schießt er aufs Tor. Beermann war aber dazwischen und fälscht den Ball ab, sodass der am Kasten vorbeitrudelt. Der HSV konnte das Spiel vom eigenen Tor fernhalten. Heidenheim war heute nicht gut aufgelegt und so nochmal eine Möglichkeit, die Führung hier zu erhöhen durch Bacariata. Kevin Müller aber mit der Parade verhinderte das 2:0. Am Ende machte es nichts mehr, weil Heidenheim nicht mehr entscheidend nach vorne kam. Müller war hier gar nicht mehr dran. Heidenheim verliert mit 0:1 gegen den HSV hochverdient, weil die Gäste klasse aufgelegt waren und eben den Dreier dann verdient auch einfahren. Holstein Kiel ging früh in Rückstand. Julian Green in der 6. Spielminute erzielte er das 1:0 für Greuther Fürth und die konnten sich ja zuletzt höchst glücklich mit 1:0 gegen den MSV Duisburg durchsetzen. Zwei Elfmeter verschossen sie da. Einer konnte dann in zweiter Instanz durch Keteruel versenkt werden. In der 44. Spielminute konnte Matthias Honsack aber noch ausgleichen. Das hochverdiente 1:1. Sascha Burchard kommt nicht mehr hinterher. Im zweiten Durchgang war die Angelegenheit dann noch klarer. 64. Minute, Jaesung Lee mit dem 2:1 nach einer Freischussvariante, womit wohl kein Fürther gerechnet hatte. Für Burchard ist dann in dieser Szene nicht mehr ranzukommen. Und kurz vor Schluss konnte Heinz Mörschel auch das 3:1 erzielen. 88. Spielminute. Die Kieler Störche mussten ja kreativ werden. Da fehlten einige, entweder gesperrt oder angeschlagen.
Trotzdem gewinnen sie hier ganz einfach, ganz souverän und hochverdient mit 3:1 gegen Greuther Fürth. Bielefeld gegen den 1. FC Magdeburg, da konnte Rico Preisinger das 1:0 in der 31. Spielminute erzielen. Erst war es noch der Pfosten, der Magdeburg von der Führung trennte, dann stand aber eben Preisinger genau richtig und hält dann noch die Innenseite hin. Und das entscheidende 2:0 erzielte Felix Lohkämper in der 67. Spielminute, visiert das lange Eck an, hämmert den Ball da rein, das ist wirklich ein toller Schuss. Und so gewinnt dann Magdeburg mit 2:0 gegen Bielefeld, nicht unbedingt verdient, aber sie waren kaltschnäuziger und nehmen so die 3 Punkte mit. Dynamo Dresden empfing den SSV Jahn Regensburg im Rudolf-Habig-Stadion. Zu Hause würde man dann gerne mal wieder Punkte einsammeln aus Sicht der Dynamos. Das versuchten sie hier. Die erste Möglichkeit gehörte Moussa Kone in der 3. Spielminute. Kein Problem aber für Philipp Pentke. Doch auch die Gäste immer wieder gefährlich. Das hier ist der Konter nach eben gezeigter Szene. Sagisa Damian viel zu frei und dann vor Schubert bleibt er auch eiskalt. 6. Spielminute, 9. Saisontor für Sagisa Damian. Und so schnell kann es dann gehen. Jetzt wurde die Partie aber langweilig, bis 5 Minuten vor der Pause dann nochmal Dresden kam. Benatelli legt den Ball clever auf die linke Außenbahn. Ebert mit der Flanke auf Osman Atilgan. 2. Saisontor für den frisch dazugestoßenen Atilgan. 2. Durchgang dann. Ausgeglichene Partie. Beide hatten die Möglichkeiten, das hier zu entscheiden für sich. Benatelli kommt gegen Geipel nicht durch. Legt dann nochmal rüber. Kone auf Nicolau. Und Penke reagiert klasse. Und hält das 1:1 erstmal fest. Minimal besser noch die Gastgeber in dieser Partie, aber Regensburg lieferte auch wie immer wirklich einen Klassekampf nach vorne und Penke ist ein klasse Zweitligakeeper. Keine Viertelstunde mehr zu spielen. Nochmal der Angriff von den Regensburgern. Geipel legt nochmal in die Mitte. Thalhammer. Treffer hätte aber auch nicht gezählt. Der Schuss war zwar gut von Thalhammer, aber Geipel kam aus dem Abseits und spielte dann eben den Pass. Letzte Spielminute, Dynamo Dresden versuchte hier den Lucky Punch zu setzen. Nicolau wird nicht vom Ball getrennt. Atilgan. Aber dann zu schwach in der letzten Instanz. So bleibt es hier beim 1:1. Eine Punkteteilung, die unterm Strich auch in Ordnung geht, hat durchaus auch Spaß gemacht. Und trotzdem hat diese Partie keinen Sieger gefunden. Dieses Spiel kann man schon durchaus als Topspiel bezeichnen. Wien Wiesbaden ging gegen Unterhaching in der 9. Spielminute durch Kehre in Führung und die Gäste hatten ja auch 3:2 gegen die Eintracht aus Braunschweig gewinnen können. Beide Teams haben in dieser Saison schon über 40 Tore geschossen und so wurde es dann auch hier richtig schön torreich. Marcel Tietz-Rivero in der 61. Spielminute mit dem 2:0 lässt hier Königshofer keine Chance. Unterhaching hatte ja auch schon 2:0. Zuletzt gegen Hansa Rostock verloren und wollte hier unbedingt zumindest einen Punkt mitnehmen. Sascha Bigalke konnte dann in der 77. Spielminute auch noch anschließen und die Hoffnung war dementsprechend auch noch zurückgekehrt bei den Bayern. Und die Frage war, konnten sie auch nochmal nach vorne spielen? Die Antwort lautete ja. Max Dombrovka erzielte dann in der 85. Spielminute das 2:2. Da sieht Kolke nicht so richtig glücklich aus, wird getunnelt, versucht das Bein auszustrecken, verschätzt sich da und so rettet sich Unterhaching zumindest noch einen Punkt. Nachdem Fortuna Köln zuletzt mal wieder gewinnen konnte zu Hause, konnten sie gegen Braunschweig hingegen nicht wirklich ihr Spiel auf den Platz bringen. 41. Spielminute, das 1:0 für die Gäste, Leandro Putaro, das war auch schon das Ende des Liedes. Braunschweig gewinnt nach Niederlage gegen Wien Wiesbaden wieder und die Hoffnung ist größer denn je. Dicke, fette Überraschung, als Groß Asbach tatsächlich den VfL Osnabrück schlagen konnte gegen den KfC Uerdingen, die nur ein 1:1 gegen 1860 erzielen konnten, sollte es dann zum nächsten großen Coup reichen. 4. Spielminute, Timo Röttger mit dem Abschluss, der gar nicht mal so schlecht war, aber aus knapp 18, 19 Metern kein Problem für Vollert dasteht, den sieht er über die Latte hinweg. Trotzdem waren die in Rot gekleideten Gastgeber deutlich aktiver und konnten dann durch Timo Röttger auch in Führung gehen.
14. Spielminute, 5. Saisontor für den Mittelstürmer. Ercher mit der Vorlage, Vollert dann aus der Distanz, kann er nicht mehr reagieren. Kurz vor der Pause meldeten sich dann auch die Krefelder, mal Aigner auf Manuel Konrad und schwupps, der Stand 1:1. Erstes Saisontor für den Mittelfeldmann, Freude bei Norbert Meyer. Der passt auch ganz gut direkt unter die Latte. Jetzt hier ein Fehler von Broll, was macht denn Broll da? Und Konrad kann es aber einfach nicht ausnutzen. Kevin Broll mit der riesen Fahrlässigkeit. Und dann hat er richtig Glück, dass es Konrad in der Szene versiebt und der dann einige Meter rechts vorbeigeht. Die Asbacher verteidigten jetzt gut und wollten Nadelstiche setzen und konnten das dann auch durch Slatko Janjic. 66. Spielminute, Vorlage von Röttger. Der passt auch oben links und jetzt die Schlussoffensive der Krefelder. Mussten die Asbacher nochmal überstehen und das taten sie auch. Die letzte wirklich nennenswerte Möglichkeit konnte Broll ausbaden. Schöner Schuss von Aigner. Aber es sollte nicht mehr sein. Groß Asbach tatsächlich schlagen sie die nächsten Aufstiegsfavoriten. Und zwar mit 2:1 nach dem 2:0 in Osnabrück eben Uerdingen geschlagen. Das ist mal eine herausragende Phase der Gastgeber. Derby in Münster und der VfL Osnabrück hat nach der 0:2-Pleite Wiedergutmachung. Hier vor Alvarez hatte ja einen Strafstoß verschossen, hier erstmal mit der missglückten Flanke. Trotzdem sollte es dann zum Abschluss kommen und zwar so. 7. Spielminute, Makaida testet damals Schnitzler, der sich gleich mal auszeichnen muss. Weiter Ball jetzt, aber direkt in die Füße von Kobylanski, aus Füßen von Körper und dann der Abschluss von Hoffmann und Körper macht seinen Fehler wieder selbst wett. Super Reaktion. Glück in der Szene, dass das nicht bestraft wird. Der war gar nicht mal so schlecht geschossen, aber die Reaktion ist eben auch klasse. Hoffmann wurde noch nicht belohnt. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, der VfL Osnabrück über die linke Seite mit Anas Ouahim. Legt den Ball in die Mitte. Super Übersicht und Marc Haider ist viel zu frei. Und jetzt sticht dazu. 7. Saisontor. Nicht zu halten für Schnitzler aus der Distanz. Aber auch ein klasse Volley, so muss man den erstmal abnehmen. Wir springen den zweiten Durchgang, Hoffmann nicht im Abseits, setzt sich im Laufduell durch, von hinten kann er nicht mehr gehalten werden. Die rote Karte wollte man bei Osnabrück nicht riskieren, stattdessen gibt es das 1:1, 53. Spielminute und sie wollten gleich einen draufsetzen, die Preußen. Dadaschow, Kobylanski, Hoffmann und da fehlt ganz wenig zum 2:1, keine Stunde gespielt und es hätte jetzt schon gedreht sein können. Im zweiten Durchgang, aber den trifft er auch eher suboptimal, sodass es weiterhin beim 1:1 blieb. In der Stoßphase wurde Osnabrück nochmal stark. Den Dreier wollten sie gerne einfahren im Derby. Blacher nochmal auf Anas Ouahim, aber nur das Außennetz und das war auch das Ende vom Lied. Am Ende eine gerechte Punkteteilung. Preußen Münster war stärker zwischenzeitlich, aber auch Osnabrück hatte tolle Phasen. Eine Punkteteilung, mit der beide wohl irgendwie nicht so recht leben wollen. Die Sportfreunde Lotte gingen gegen den HFC früh in Rückstand. Pascal Sohm in der 6. Spielminute konnte er hier das 1:0 erzielen. Da ist aus kurzer Distanz relativ wenig zu verhindern. Björn Jopek dann in der 18. Spielminute sogar mit dem 2:0 setzt er super rein, oben links nicht zu halten. Das 0:0 gegen Kaiserslautern war für den halleschen FC durchaus in Ordnung, akzeptabel. Im zweiten Durchgang wurden die Roten Teufel dort besser. Und auch im zweiten Durchgang erstmal die Gäste besser. Tim Wendel konnte nämlich in der 68. Spielminute mit der Fußsohle das 2:1 erzielen. Jetzt wurde es nochmal brenzlig für den halleschen FC. Die wollten hier nämlich unbedingt den Dreier mitnehmen, um oben eben dran zu bleiben, um den dritten Tabellenplatz weiter anvisieren zu können. Aber Bentley Baxter-Bahn wischte eine Viertelstunde vor Schluss alle Zweifel weg. 75. Spielminute das 3:1. Das war auch das Endresultat. Eine verdiente Führung, ein verdienter Sieg am Ende des Tages. Halle gewinnt mit 3:1 gegen die Sportfreunde Lotte. Derby im Wildparkstadion. Der KSC empfing den 1. FC Kaiserslautern und diese Partie ist wirklich von Rivalität nicht freizusprechen. Und was für eine. Die Roten Teufel wollten in die Aufstiegssuppe des KSC spucken. Die in blau gekleideten Gastgeber haben ja noch wirklich
sehr, sehr hohe Ansprüche, wollen den Aufstiegsplatz verteidigen und Kaiserslautern, ja, da wird es wohl am Ende nur ein Mittelfeldplatz, wenn man sich nicht stark verbessern sollte. Jetzt warten auch die Gastgeber dann mal auf und was ist das für eine Reaktion von Lennart Grill? Was für eine Parade in der 25. Spielminute. Wie er das macht mit dem linken Arm, ist sensationell. 5 Minuten vor der Pause nochmal die Gastgeber. Das ist Marvin Poirier, der stand nicht im Abseits und macht das 1:0. 12. Saisontor, der KSC geht in diesem Derby in Führung. Und das war jetzt auch verdient, weil sie nach anfänglicher Unsicherheit deutlich besser ins Spiel fanden. Knappe Stunde gespielt. Vanicek legt den Ball sich selber auf den rechten Fuß, legt dann aber nochmal ab und Marvin Poirier fast mit dem 2:0. Aber eben nur fast. Grill streckt sich, muss sich eingreifen aus der Drehung. Es ist nicht so ganz einfach, den auf den Kasten noch zu bekommen. War aber trotzdem ein klasse Spiel des KSC. Und Kaiserslautern mauserte sich jetzt hinten ein. Das war nicht unbedingt gut. Das war überhaupt nicht gut. So riskierten sie das 2:0 durch Burak Şamoğlu in der 65. Aber Grill muss nicht eingreifen. Und Kaiserslautern wirklich eine schwache zweite Halbzeit. Aber es fehlt ja eigentlich nur ein Treffer, zumindest zur Punkteteilung. Hämlein nochmal, bringt den in die Mitte. Da ist Julius Biada. Und wenn eine Szene für den Zustand des FC Kaiserslautern spricht, dann wohl diese. Wie kann man den nicht reinmachen? Setzt nochmal auf und dann drischt er ihn in den Karlsruher Himmel. 1:0 gewinnt dann im Derby der KSC. Der Aufstiegsaspirant bleibt seiner Favoritenrolle gerecht. Meppen gegen Cottbus. Da war Strelý Mamba in der 15. Spielminute, der das 1:0 erzielen konnte. Setzt den Ball hier direkt unter das Dach mit einem schönen Schuss der rechten Innenseite. Ist auch gar nichts mehr zu parieren. Für den Meppener Schlussmann. Es gab das 1:1 in der 38. Spielminute durch Nick Proschwitz, der da viel zu freistehend zum Abschluss kommt und Aftos Bahic keine Möglichkeit zur Abwehr lässt. Der passt dann eben auch perfekt links rein. Nicht unbedingt perfekt, aber er sitzt und Meppen konnte auch noch das 2:1 erzielen. 49. Spielminute wieder Nick Proschwitz, der Mann der Stunde aktuell bei Meppen. Die gewinnt zuletzt 2:1 gegen Aalen. Und jetzt auch 2:1 gegen Cottbus und verschaffen sich damit immer mehr Luft im Abstiegskampf. Die Würzburger Kickers konnten zuletzt gegen Cottbus gewinnen und auch gegen Hansa Rostock sollte es gut laufen. 50. Spielminute, Simon Skalatidis mit dem Abschluss, legt ihn sich auf den linken Fuß bzw. hält dann den linken Fuß hin, für Gelios aus kurzer Distanz nichts mehr zu reagieren. Und in der 83. gab es dann auch die Entscheidung. Phil Ofosu-Aye, zuletzt ja noch bei Rostock aktiv gewesen, macht hier die Entscheidung. Würzburg gewinnt mit 2:0 gegen Hansa Rostock. Das Ostduell in Zwickau ging in der ersten Halbzeit für die FSVer besser los, denn Tarsis Bonga konnte in der 35. Spielminute das 1:0 erzielen, drischt den Ball direkt unter die Latte. Im zweiten Durchgang wurden die Gäste dann aber stärker. Maximilian Wolfram in der 49. Spielminute lässt der Brinkis ein bisschen alt aussehen. Aus kurzer Distanz ist es dann aber auch schwer, hier dem Keeper noch einen Vorwurf zu machen, der das Bein noch ausstreckt, aber nur den Oberkörper ranbekommt. Von da prallt der Ball in den Kasten und Maxi Wolfram machte dann auch den Doppelpack und damit den Sieg perfekt. Für den FC Karlsruhe, 67. Spielminute, kommt da viel zu frei zum Abschluss. Auch da ist Brinkis ohne Möglichkeit. Jena gewinnt mit 2:1 gegen Zwickau. Für den VfR Aalen gibt es immer wieder Rückschläge. Zuletzt in der 94. Spielminute mit 1:2 gegen Meppen verloren. Das sind eben Punkte, die einen am Ende die Liga kosten. Auch hier hatte der TSV 1860 München die bessere Anfangsphase. Bekirolu mit der ersten Möglichkeit nach 5 Spielminuten. Die Münchner Löwen möchten auch gerne mal wieder gewinnen. Zuletzt zumindest in Unterzahl ein 1:1 gegen KFC Oeding geholt. Und so blieben sie hier auch dran. Dann konnte der VfR Aalen aber auch mal nach vorne spielen. Flanke von Andrist, von Weber geklärt, aber noch nicht ganz aus der Gefahrenzone. Bekirolu fälscht den Ball ab, Hiller passt aber auf. Und so passierte in dieser Szene dann nichts Schlimmes für das Löwener Tor. Keine halbe Stunde gespielt. Andris, der hat wirklich gegen Meppen noch einen kleinen Lichtblick geliefert. Auch hier zeigte er mit Abstand die beste Leistung der Aalner.
Unter dem Strich war es aber keine wirklich unterhaltsame Partie an diesem Montagabend. Wenige Möglichkeiten, wenige Chancen, mal hier einen Treffer zu erzielen. Im zweiten Durchgang wurden die Löwen dann aber etwas besser, wollten ihren Fans auch nochmal etwas geben. Lex mit der Flanke, Bekirolu mit dem Kopfball, Husic, der auch noch patzte, hält den Ball hier aber erstmal fest. Dann eine Flanke von der rechten Seite. Wir sind schon in der 90. Spielminute. Jetzt konnte sich Husic auch endlich mal richtig auszeichnen. Sascha Mölders mit der Direktabnahme, die aber nicht von Erfolg gekrönt war. Es gab aber nochmal eine Möglichkeit, den Lucky Punch zu setzen. Nachspielzeit noch nicht ganz angebrochen. 90. Minute. Schopenhauer kann es nicht richtig klären. Wein macht die nochmal heiß. Mölders an den Außenpfosten. Und jetzt war es für die Löwen einfach nur noch Pech. Am Ende kommen sie nicht über dieses 0:0 hinaus. Hätten sich schön von den Abstiegsrängen absetzen können, so ist es eben nur ein Punkt. Damit sind sie nicht zufrieden, der VfR Aalen sicherlich auch nicht, aber die müssen glücklich sein, zumindest einen Punkt hier aus München mitnehmen zu können. Das war es dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde mich das auf jeden Fall freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Prognose und tschüss. We'll be right back.